10 Zeichen, dass du mediale Fähigkeiten hast. Bist du ein Medium? 10 Zeichen sprechen dafür. Es gibt bedeutend mehr Dinge zwischen Himmel und Erde als nur die sichtbaren. Viele Menschen glauben, wieder andere trauen nur ihrem Urteil und dem, was sie sehen können. Manche unter uns jedoch sehen mehr als andere. Die Zukunft zum Beispiel oder Entwicklungen, die ganz und gar unerwartet scheinen. Ein Medium zu sein bedeutet in der heutigen Zeit nicht mehr Glaskugeln und Teetassen, um Erkenntnisse zu bemühen. Es hat viel mehr zu tun mit einem geschärften Blick auf die Welt und die Menschen darin. Empathie, Intuition und Lebenserfahrung sind die drei Säulen, auf denen mediale Fähigkeiten im 21. Jahrhundert gründen. Wir stellen dir in unserem heutigen Podcast 10 untrügliche Zeichen dafür vor, dass du möglicherweise diese besondere Gabe besitzt. Nummer 1. Dein Bauchgefühl meldet sich verlässlich. Das wichtigste Werkzeug medial veranlagter Personen ist ihr Bauchgefühl. Sie können Unheil förmlich wittern und mit jeder Faser ihres Körpers spüren. Das Einschätzen von Menschen und Situationen gelingt ihnen in Windeseile. Launen, Stimmungen, psychische Belastungen und körperliche Beschwerden – all diese Dinge sind für sie in kürzester Zeit kein Geheimnis mehr. Wo zahlreiche Mitmenschen lange im Dunkeln tappen, ist für Medien alles sonnenklar. Nummer 2. Empathie ist deine starke Seite. Wer die Menschen nicht mag oder nicht verstehen möchte, kann nicht ihr Freund sein. Die Königsdisziplin eines gelungenen Miteinanders ist nun einmal die Empathie. Sie macht uns zu einer Gesellschaft, die auf die Schwächeren Rücksicht nimmt und dafür sorgt, dass sie nicht auf der Strecke bleiben. Wenn auch du dich zu den besonders mitfühlenden Menschen zählen darfst, hilft diese Eigenschaft dir dabei, mehr zu wissen und mehr zu sehen als andere, vielleicht sogar die Zukunft. Nummer 3. Du siehst manchmal Farben, wo keine sind. Diesem Umstand können zwei verschiedene Ursachen zugrunde liegen. Manche Menschen können tatsächlich die Aura ihrer Zeitgenossen erkennen. Diese Begabung ist selten und besonders. Meist stößt sie auch nicht gerade auf großes Verständnis. Dann gibt es noch die wissenschaftlichere Version davon, die sich Synästhesie nennt. Diese Menschen vertauschen zwei oder mehrere ihrer Sinne. Dies führt dazu, dass sie neue Bekanntschaften von einem Farbenschleier umhüllt sehen, Zahlen in ihrer Vorstellung automatisch eine Farbe verpasst bekommen oder Töne mit Gerüchen verknüpft werden. Wenn du das nächste Mal also rot siehst, muss nichts Negatives der Grund dafür sein. Vielleicht siehst du einfach nur insgesamt mehr als andere. Nummer 4. Die Zukunft ist ein offenes Buch für dich. Nun kommen wir zum eigentlichen Kerngeschäft der Medien, dem Blick in die Zukunft. Seien wir ehrlich, manchmal braucht es keine Hellseherei, um die Entwicklung von Beziehungen, politischen Entscheidungen oder anderen Dingen vorherzusagen. Hausverstand und ein wenig Lebenserfahrung genügen voll auf. Dennoch gibt es Menschen, die erstaunlich präzise Vorhersagen treffen, was die Vorgänge zwischen Himmel und Erde betrifft. Ihre Gabe mag übersinnlich erscheinen. Vielleicht sind sie aber auch nur stiller, aufmerksamer und überlegter als andere. Ein phänomenales Gedächtnis ist ebenfalls hilfreich, wenn man in die Zukunft blicken möchte. Das Leben wiederholt sich oft und gern. Manchmal erleben wir dieselben Ereignisse und Dynamiken wie Gefangene in einer Zeitschleife. Wir vergessen nur, dass wir an diesem Punkt schon einmal waren. Nummer 5. Deine Hände empfangen Signale. Wenn das Berühren von Menschen oder Gegenständen dich Botschaften empfangen oder Ahnungen spüren lässt, spricht man von Psychometrie. Da wir von Schwingungen und Frequenzen ständig umgeben sind, ist dieser Umstand kein großes Wunder. Die nötige Sensibilität dafür aufzubringen, ist in unserer schnelllebigen und oberflächlichen Welt wahrscheinlich die größere Leistung. Nummer 6. Visionen sind dir nicht fremd. Manche Menschen sehen Dinge, die nicht vorhanden sind. Können wir körperliche Probleme ausschließen, bleibt oft nur mehr die Psyche als Ursache. Freimütig zu gestehen, unter Visionen zu leiden, tut wahrscheinlich niemand.
So groß ist die Furcht vor Ablehnung und davor, für nicht ganz zurechnungsfähig gehalten zu werden. Historisch überliefert sind einige solcher Geschichten, in denen Mystiker, Märtyrer oder Heilige von unfreiwilligen Bildsequenzen, Lichtblitzen, Bildern von Menschen, Orten und Gegenständen heimgesucht wurden. Auch Farbenspiele und Symbole spielten dabei immer eine Rolle. Nummer 7. Du hörst das Gras wachsen. Ein gutes Gehör ist nicht immer ein Segen. Du kennst sicher das Sprichwort vom Lauscher an der Wand. Medial begabte Menschen haben insgesamt stark ausgeprägte Sinne, wobei dem Gehör jedoch besondere Bedeutung zukommt. Fast alle Menschen können hören, aber sie hören nicht zu. Die Empathischen unter uns, die uns wissenstechnisch immer einen Schritt voraus zu sein scheinen, machen diesen Fehler jedoch nicht. Sie sind aufmerksam ihren Mitmenschen gegenüber und haben ihre Ohren stets am Puls des Geschehens. So erfährt man so einiges, was weniger sensiblen Zeitgenossen verborgen bleibt. Nummer 8. Deine Wahrnehmung ist überdurchschnittlich stark ausgeprägt. Wer mit allen Sinnen durchs Leben geht und diese auch nutzt, bekommt automatisch ein detaillierteres Bild von der Welt als andere. Der Großteil der Menschheit ist im Stress und scheint ständig auf der Flucht vor dem nächsten Termin zu sein. Kopfhörer und Scheuklappen, laute Musik und der gebannte Blick auf das Display unserer Handys hindern uns daran, das Leben live und in Farbe zu sehen. Ein Medium ist oftmals nur ein Mensch, der sich nicht hetzen oder ablenken lässt. Sie oder er nimmt sich Zeit für den Alltag und praktiziert Achtsamkeit in jeder Minute. So kommt es auch, dass diese in sich ruhenden Pole mehr sehen, hören, riechen und fühlen als andere, die theoretisch exakt dieselben Erfahrungen machen würden. Nummer 9. Du reagierst sensibel auf Gerüche. Die Redewendung "jemanden nicht riechen können" kennst du sicher. Inzwischen hat die Wissenschaft herausgefunden, dass unsere Nase mehr als nur ein Riechorgan ist, das zwischen wohligen Düften und Mief unterscheiden kann. Unser Geruchssinn kann Informationen verarbeiten, ähnlich wie unser Bauch oder unser Unterbewusstsein. Medial begabte Menschen sind also keine übersinnlichen Schnüffler, sondern lediglich sehr aufmerksam dafür, was ihre Geruchsrezeptoren den lieben langen Tag so aufschnappen. Nummer 10. Deine Träume sind bunt und sehr real. Alle Menschen träumen und das jede Nacht. Manche jedoch scheinen regelrechte Seifenopern im Schlaf zu produzieren. Wer sich stets wie in einer filmreifen Endlosschleife wähnt, wenn er nachts in seine Traumbilder versinkt, bekommt diese Botschaften nicht von ungefähr. Unser Unterbewusstsein muss den ganzen Tag lang zurückstecken. Dann nämlich hat das Bewusstsein Dienst und diesen teilt es mit niemandem. Die ganzen Eindrücke, die wir tagsüber zwar registrieren, aber nicht verarbeiten können, drängen nachts an die Oberfläche. Das Ergebnis sind kunterbunte Traumsequenzen, die so real und lebensnah wirken, dass sie genauso gut Wirklichkeit sein oder werden können. Unser heutiges Fazit: Medium oder Empath? Über diese Unterscheidung diskutiert die spirituelle Welt bis heute. Viele kritische Stimmen lehnen die Bezeichnung Medium ab, weil sie zu sehr nach Spiritismus und Okkultismus klingt. Die gemäßigte Mitte, die glaubt, aber eben nicht alles, bevorzugt den Begriff Empathin oder Empath statt Medium. Gemeint ist im Prinzip dasselbe. Besondere Menschen, die mehr Informationen empfangen als andere und diese Gabe in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wer das nicht tut, sondern nur seine Nutzen aus Informationen zieht, die andere betreffen, darf hingegen getrost als Scharlatan tituliert werden. Apropos Scharlatan: Sobald jemand Geld von dir verlangt, um seine medialen Fähigkeiten in deine Dienste zu stellen, lehne dankend ab. Das Universum verteilt diese Gaben an die Guten, nicht an die Geschäftstüchtigen. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.